Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Und dieses Mal wird das sein Shiny Battle, Try to Run Away und Froggy. Mein Name ist Gerald und wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört eine Arc-Maus, das ist dieses Gerät hier, das ist eine Bluetooth-fähige Maus, die man eben wireless dann verbinden kann und dementsprechend dann eben Sachen bedienen kann. Außerdem, wie immer mit dabei, ist mein Foldable Keyboard. Das ist dieses Keyboard hier, das ist sehr flach. Das kann man auf- und zuklappen und dadurch wird es auch ein- und ausgeschaltet. Ähnlich wie mit der Maus, die kann man auch so auf- und zuklappen. Und außerdem mit dabei dieses Mal habe ich auch wieder den Xbox One S Wireless Controller. Der wird dieses Mal aber nur ein bisschen rumliegen, denn ich werde dieses Mal bei dem Game, was wir auch wirklich dabei haben, was auch ein Controller unterstützen wird, den Logitech Controller hier verwenden. Einfach, weil ich mal ein bisschen Abwechslung wollte, was das angeht. Und natürlich könnte man es genauso mit dem anderen Controller auch spielen, spielt gar keine Rolle. Aber dieses Mal werden wir den hier verwenden. Oder vielleicht wechseln wir auch ab. Keine Ahnung, sehen wir. Gut, und natürlich als Herzstück des Ganzen haben wir hier das Lumia 59 XL von mir. Hat gerade eine neue Displayfolie bekommen, die jetzt sehr gut drauf sitzt. Bin vom Prinzip her sehr zufrieden, wie toll die drauf gemacht werden konnte. Allerdings schluckt die ganz schön viel von der Sensitivität. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich nochmal wieder abmachen, aber nur um es erwähnt zu haben. Und hinten drauf habe ich ein Mozo-Cover, nämlich das Mozo Zebra Wood Cover von Mozo eben. Das eben das Ganze hier mit dieser Holzoptik dann ausgestattet. Auch eine schöne Geschichte. Wie immer ist dieses Smartphone hier eben USB-C fähig und deswegen auch Continuum fähig. Und kann dann über dieses Kabel hier, nämlich ein USB-C-Kabel, mit dem Display-Dock von Microsoft hier verbunden werden. Und dieses Display-Dock wird wiederum verbunden mit dem Fernseher per HDMI in meinem Fall. Könnte man auch mit einem Display-Port zum Beispiel machen. Also ein Display-Port-Kabel verwenden, wenn das euer Laptop oder euer Fernseher halt hergibt. Oder was auch immer ihr anschließen wollt. Also jedes mögliche Anzeigegerät ist eigentlich möglich. Solange es eben HDMI oder DisplayPort unterstützt. Ja, und wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann verlinke ich euch wie immer zu einem anderen Video, wo ihr dazu noch ein bisschen Informationen bekommt. Und dann würde ich sagen, habe ich genug gequatscht und wir gehen los mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel ist Shiny Battle. Dafür nehme ich hier wieder meine Maus. Kann ihr hiermit dann eben diesen Desktop-artigen Zustand hier kontrollieren, gehe hier auf alle Apps und dann eben auf Shiny Battle. Und wenn ich mich nicht vertippen würde, was ich gerne mal mache, würde man es auch sehen, da ist es. Was ist Shiny Battle? Shiny Battle ist ein relativ simples Spiel, aber ich kann es gar nicht so richtig einordnen, weil es ist relativ cool gemacht auf die Art. Was dahinter steht, ist im Prinzip, dass ihr so farbige Blöcke habt und ihr müsst andere farbige Blöcke damit abschießen. Hört sich jetzt relativ simpel an, ist vom Prinzip her auch simpel, aber gar nicht so leicht zu spielen. Ich zeige es euch einfach mal. Die Mucke finde ich relativ cool, die sie dabei gemacht haben. Und es ist so ein bisschen Neo-Style oder wie möchte man es nennen. Also relativ coole Optik eigentlich. Wir gehen hier einfach mal auf Start. Und jetzt seht ihr, ihr habt eben 10 Blöcke von Blau und 10 Blöcke von Grün im Moment zur Verfügung und eine bestimmte Zeit, die abläuft. Und sobald ihr hier auf diese Zahlen eben drauf geht, und ihr müsst natürlich die richtige Farbe erwischen, könnt ihr da hinten dann die anderen Blöcke abschießen. Nehmt ihr die falsche Farbe, fliegt der Block einfach durch, wie ihr es gerade gesehen habt. Und jetzt geht es halt darum, möglichst schnell möglichst viele von diesen Dingern da zu erwischen und die richtige Farbe zu erwischen. Und wenn ihr das gut genug macht, übrigens da gibt es so Power-Ups natürlich, also Zeit zum Beispiel, dann kommt ihr in höhere Level und die höheren Level bestehen einfach daraus, dass ihr eben weiter nach hinten rutscht und es dadurch eben deutlich schwieriger wird, die Dinger ganz hinten noch zu treffen. So zum Beispiel. Und das ist auch eigentlich so das Game, aber ich finde es nicht leicht. Weil es wirklich halt immer mehr von diesen Farbmöglichkeiten hier gibt. Ihr müsst dann auch gut unterscheiden können, was für mich jetzt gerade echt super schwierig ist, muss ich sagen. Und wie gesagt, es gibt diese Power-Ups, die eben wichtig sind, denn die verschiedenen Power-Ups, die machen dann aus dem Game
zum Beispiel ein deutlich schwierigeres Game. Da muss ich wahrscheinlich mit Orange drauf schießen. Ich sehe das von mir aus hier relativ schlecht, muss ich sagen, weil ich da. Und ja, vorbei, aber egal. Und irgendwann geht das Ding halt so ab, wie ihr es jetzt hier seht, dass ihr kaum noch eine Chance habt, das irgendwie zu schaffen. Und es wird auch immer deutlich schwieriger, finde ich zumindest. Den dürft ihr nicht abschießen, sonst werdet ihr sofort getötet. Also es gibt positive und negative Power-Ups. Das wird zu lange dauern, bis der da hinten ist, genau. Die dürft ihr nicht erwischen, sonst sterbt ihr. Wichtig dabei, ihr könnt mit einem dieser Schüsse hier auch durch andere Bereiche durch. Und den erwische ich da hinten nie, so wie ich das sehe. Ne. Da muss man echt relativ früh schon... Keine Chance. Damit habe ich jetzt leider auch so ziemlich verloren, weil ich jetzt einfach nicht mehr da hinten den letzten abschießen werden können kann. Ich versuche jetzt mal, ob ich... Ja, dieses Mal habe ich ihn da hinten erwischt, aber jetzt habe ich, wie gesagt, prinzipiell schon verloren, weil die Sache ist durch. Ich kann jetzt entweder warten, bis die Zeit abgelaufen ist, draufgehen oder ich schieße halt einmal auf einen dieser roten Blöcke, dann ist die Sache vorbei. Aber so wird das Spiel gespielt. Relativ schwierig zu meistern, finde ich. Also spätestens, wenn ihr so wirklich weite Bahnen dann bekommt, wird es richtig, richtig übel, das Spiel noch zu spielen. Besonders, weil ihr da auch sehr viele Möglichkeiten habt. Für mich aus der Perspektive, weil das jetzt halt ein Fernseher ist, der nicht so super den Blickwinkel-Faktor hat, noch schwieriger, jetzt zum Beispiel gelb oder orange auseinanderzuhalten, war jetzt wirklich nicht leicht für mich. Aber vom Prinzip her eine relativ coole Geschichte. Ich drehe hier gerade mal die Lautstärke ein bisschen runter, damit ich nicht so schreien muss hier. Kann ich hier auch über mein Vorbild-Keyboard machen. Und ja, das ist das Game. Versucht es doch mal. Ein Geschicklichkeitsspiel und relativ schön gemacht. Dieser Neo-Style irgendwie oder dieses... Ja, was ist das so? So Retro-Neo-Style irgendwie. Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Auf alle Fälle relativ schönes Spiel auf die Art. Relativ cool gemacht und macht relativ viel Spaß. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Spiel ja auch eigentlich schon mehr oder weniger durch. Ich kann ja nochmal gucken, ob es hier noch was gibt, aber eigentlich nicht. Ihr könnt nur Musik an- und ausmachen und dann halt noch raten, das jeweilige Spiel. Empfehle ich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, dann gebt den Entwicklern ruhig mal ein Feedback, dass es cool war. Andersrum natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ruhig auch nochmal sagen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über. Das nächste Spiel ist Try to Run Away. Das ist auch wieder eine, ja, so ein Geschicklichkeitsspiel und irgendwie so ein bisschen ein strange Setup, finde ich. Aber irgendwie wirklich süß und nett gemacht, aber ein bisschen strange. Deswegen gefiel es mir auch, deswegen habe ich es hier reingenommen. Denn, ja, worum geht's hier? Ihr lauft im Prinzip, also ihr seid so kleine Aliens oder sowas oder Monster, ich habe keine Ahnung. Und lauft dann eben vor irgendetwas davon, müsst dann auch gegen andere ankämpfen und ja, so Hindernisse überspringen und so weiter und so fort. Und das Schöne oder Lustige daran ist, ihr seid nicht alleine. Ihr rennt immer zusammen mit so 5 oder 4 anderen, die auch versuchen zu entkommen und ihr müsst halt mit denen zusammen dann wegrennen. Und ich drehe mal die Musik ein bisschen hoch. Also die Story ist auch, also... Besser gesagt, die Musik ist auch so ziemlich das, was ihr zu erwarten habt. Am Anfang gibt es immer so ein bisschen Werbung. Könnt ihr angucken, müsst ihr nicht. Ich mach mal hier gerade die Mucke aus, dass man da nicht so viel hört von. Und ja, wie gesagt, relativ seltsam irgendwie das Game und relativ cool gemacht auch, klar. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Hier ist Try to Run Away. Wie gesagt, das ist auch so das Setup und wie das Ganze aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob es Geister sein sollen, ob es irgendwie Aliens sind oder ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es irgendwie nett gemacht. Ich drehe die Musik nochmal wieder ein bisschen runter, damit ich nicht so schreien muss. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Das Game ist übrigens ein reines Click-Game. Das heißt, ihr braucht, los geht's, ihr braucht im Prinzip nichts anderes als eure eine Maustaste dafür. Und wie ihr hier seht, habt ihr erstmal so einen Overscreen mit verschiedenen Planeten, zu denen ihr dann hinkommen könnt später, wenn ihr sie freigeschaltet habt. Und ihr könnt pro Spiel halt verschiedene Dinge gewinnen. Wie ihr hier zum Beispiel seht, das sind
tja, ich sag mal Chemikalien oder sowas, ich weiß nicht genau, was es ist. Aber im Endeffekt müsst ihr halt davon 50 sammeln, um ins nächste Level zu kommen. Ich bin bei 32 und dann gibt es hier unten nochmal ein anderes Level, was man auch noch spielen kann. Das heißt eben, ich weiß nicht, wie weit ihr rennt, glaube ich, soll das heißen. Also so Füße, Schritte halt. Ist übrigens nicht so, dass jetzt jeder Schritt da gezählt werden würde, sondern es sind, glaube ich, Meter oder sowas in der Art. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit einem der Games los. Ich zeige euch das mal. Und hier seht ihr, was ihr gemeint habt. Also, ihr seid nicht alleine. Und, dürft halt nicht runterfallen. Ihr seht, da ist bei meinem kleinen Monster, also ich steuere nur einen davon, ist eben so ein... Tja, was ist das? Sieht ein bisschen aus wie Strom oder so. Und jetzt bin ich leider dagegen gerannt. Ich mach nochmal. Also der seid ihr mit diesem Stromzeug, was da außen rum fribbelt. Und daran merkt ihr eben, dass ihr das seid. Und ja, immer wenn ich halt die Lautstärke hier anpasse, dann ist er kurzzeitig weg, bis die Lautstärkeregler da oben wieder verschwunden sind. Deswegen falle ich immer runter. Versuchen wir es mal so. Ja, make no mistakes. Der redet die ganze Zeit immer mit euch. Und es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist so kindgerecht gemacht, aber so vom Grundstil her finde ich es irgendwie gruselig. Deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt einem Kind geben sollte. Ihr seht, man kann da immer Sachen einsammeln, wenn man da hin und her springt. Und jetzt sind wir bei so einer Art Endgegner angelangt. Der Endgegner, der geht einfach über die Zeit jetzt kaputt. Da oben seht ihr das. Und ihr müsst einfach gucken, dass ihr zum richtigen Zeitpunkt springt. Könnt ihr auch immer gut sehen an euren Freunden hier. Allerdings, wenn ihr zu lange eins der Games spielt oder zu weit damit kommt, dann gehen die auch irgendwann drauf. Also ihr könnt durchaus länger durchhalten als eure Spielpartner hier. Das sind übrigens nicht irgendwie jetzt Multiplayer oder sowas, sondern, jetzt haben wir gleich gewonnen, sondern das sind einfach auch vom Computer gesteuerte Dinger. Und die springen und irgendwann gehen die drauf. Ich hatte es bei dem anderen, hier kommen wir mal raus, ich hatte es da bei diesem Step-Ding, da bin ich nämlich dann reingegangen und dann waren die plötzlich weg. Können wir auch theoretisch nochmal spielen, das ist einfach, solange ihr halt durchhaltet, solange ihr halt rennen könnt. Hier geht es halt darum, diese Chemikalien zu sammeln. Wie gesagt, wir müssen jetzt immer mehr davon sammeln, das ein paar Mal spielen, um eben dann irgendwann hier auch diese 50 zu erreichen, um aufs neue Level zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt in unserem Video jetzt durchhalten werden, da hinzukommen. Das ist einfach ein bisschen zu zeitaufwendig dafür. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal hier rein, in das andere Teil. Zeige euch das auch nochmal, da sieht man noch so ein bisschen, was noch alles sonst dabei ist. Es gibt übrigens einen Doppelsprung, den ihr habt, der mich jetzt wahrscheinlich tötet. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Manchmal braucht ihr den, meistens braucht ihr ihn nicht. Also achtet echt gut darauf, was euer Vorgänger da gemacht hat. Und jetzt habe ich leider zu spät gedrückt beim zweiten Mal, um dann noch drüber zu springen. Aber es ist wirklich irgendwie ein interessantes Spielprinzip, weil ihr halt immer aufpassen müsst, was tut euer Gegenüber oder euer vorheriger Spieler da. Jetzt habt ihr gesehen, einer von euren Kumpels hier ist runtergefallen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht auch passiert. Und make no mistakes, darum geht's, genau. Aber irgendwie gefällt mir das Spiel unglaublich, was die Stimmung und so angeht bei dem Ding. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus gruselig und cool. Jetzt wird es immer schneller. Also das ist so dann da die Schwierigkeit, die dann entsteht. Und jetzt habt ihr gesehen, alle meine Spieler sind jetzt kaputt gegangen an diesem Ding. Und jetzt bin ich der Einzige übrig geblieben. Ne? Für mich wird es jetzt also schwieriger abzuschätzen, was jetzt kommt. Ich bin aber scheinbar jetzt also besser, als der Computer es eben war. Und jetzt seht ihr, jetzt geht es ganz schön ab und irgendwann sterbe ich halt. Mein Bestes war bis jetzt 340. Also ihr seht, man kann es auch noch deutlich länger durchhalten, als das, was wir bis jetzt gerade gespielt haben. Und ja, das ist das Spiel. Wirklich ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Aber wie gesagt, die Stimmung ist irgendwie geil. Ich weiß auch nicht warum. Aber es gefällt mir super, super gut, was das angeht. So, und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zu Froggy über. Wer bei Froggy jetzt an den Frogger-Klon denkt, das ist verständlich, aber hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Froggy ist ein Jump'n'Run in 3D, so ähnlich wie Rayman oder sowas, und relativ nett gemacht.
Übrigens nicht leicht. Also wenn ich da spiele, da gehe ich relativ schnell bei drauf. Ich werde mich für das Game auch wieder umdrehen, weil das ist anders kaum spielbar. Und wie gesagt, ich zeige es euch jetzt erstmal hier mit dem Logitech-Controller, einfach um zu zeigen, der geht genauso. Ist ein USB-Controller, per USB angeschlossen an meinen Dock hier. Ihr könntet es 1:1 auch hier mitspielen, sogar, ich glaube, während des Spiels wechseln. Das ist auch wurscht, geht genauso. Ich nehme einfach mal den hier, einfach aus Gründen, dass man es mal ausprobiert hat. Und werde diesen Logitech-Controller jetzt einfach mal nehmen dafür. Wir spielen es einfach mal los und gucken mal, was rauskommt. Gut, also ich drehe mich um und dann gehen wir gerade mal hin, schnappen uns eben dieses Froggy Game. Wie gesagt, hat absolut nichts mit, ein geht zu viel, hat absolut nichts mit so diesem Froggy Style zu tun, so läuft über eine Straße oder sowas, sondern es geht wirklich ein ganz anderes Spielprinzip dabei. Eher so ein Jump and Run, mit dem wir spielen. Hier haben wir jetzt den Controller. Was wir brauchen werden, wird zum Beispiel dieser Controller oder dieser Stick hier sein, plus das A zum Springen. Das ist es auch im Endeffekt schon, weil es ist wirklich ein reines Jump and Run. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht doch noch was anderes danach gibt. Ich kann es nicht genau sagen. Es könnte sein, dass wir vielleicht später noch schießen können oder sowas, aber das sehen wir dann gleich. So, und das ist Froggy. Der linke ist Froggy, das andere ist, ich sag mal, Froggerini. Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet übrigens immer gejagt von diesen kleinen Schweinchen, die da unten rumlaufen. Also vor denen müsst ihr euch in Acht nehmen. Und ich drehe ganz kurz die Musik eine Spur runter. Ja, was wir hier auf alle Fälle schon sehen, wir können es eben jetzt auch hier im Menü per Controller steuern, wenn wir das möchten. Können uns jetzt hier zum Beispiel andere Games angucken, da oben noch irgendwie die Infos zu dem Entwickler angucken. Rausgehen natürlich und dann in die Settings reingehen. Da gucken wir ganz kurz rein. Es gibt hier Grafik-Settings, das ist der Standard-Setting für die Grafik. Wenn ihr das ganz nach oben zieht, dann habt ihr so viel Gras, dass jetzt auch das Smartphone, was ich jetzt hier habe, langsam eine zu niedrige Framerate kriegt. Aber ihr könnt das live angucken, wenn ihr das wollt. Da unten zum Beispiel das Gras, das wackelt jetzt. Die Schweinchen haben jetzt dann Haare, die rauswachsen und so weiter und so fort. Aber ihr seht, also das ist ein bisschen ruckeliger als vorher. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, ob ich es damit auch noch spielen könnte. Vielleicht geht es sogar. Aber einfach, damit man ein bisschen besser zocken kann, gehe ich hier auf Mittel wieder zurück. Ist, wie gesagt, auch der Standard, den ihr habt. Und sonst könnt ihr ruhig mal ausprobieren, was das Game für euch eben rauslassen kann an Qualität. Das ist cool genug, finde ich. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns mal an, was dahinter steht. Ist, glaube ich, schade, weil wir jetzt ganz am Anfang... kann man probieren, was passiert. Ganz am Anfang gibt es nämlich noch so ein kleines Intro. Gucken, ob wir das wieder sehen, wenn ich das Level 1 gucke. Nee, geht leider nicht. Also hier sind wir jetzt im Level 1. Ihr seht, das ist Froggy. Und da kommt dieses, also ein kleines Schweinchen angelaufen. Ich glaube, die kleinen Schweinchen sind nicht wirklich schlimm. Aber die großen, die es eben auch noch gibt, die sind eben für euch tödlich. Ihr habt gesehen, es war jetzt wirklich ein ganz simples Game, damit man mal so das Gameplay und das Spiel im Prinzip kennenlernt. Was wir jetzt mal machen, oh, jetzt bin ich auf Next gegangen, egal. Ich gehe also hier auch wieder rein. Was ein bisschen strange ist übrigens, ihr könnt nicht in Wasser reinfallen. Da geht ihr drauf, wie wir es jetzt hier gerade sehen. Was ich jetzt mal mache, ist, ich gehe hier wieder raus. Wir gehen hier nochmal auf Play und gehen mal in dieser Übersicht auf ein neueres Level. Die übrigens nicht leicht waren, also 4 und 5 und so, da muss man schon relativ gute Kontrolle haben, um damit das wirklich gut spielen zu können. Und was ihr hier gleich sehen werdet, ist, da rennen immer dann solche Schweine rum. Und in dem Level hier geht es jetzt darum, nicht mehr nur rumzuspringen und dann zu eurem Weibchen dazu kommen, sondern in diesem Fall geht es wirklich darum, dass ihr auch was zu essen noch reinholt. Und da seht ihr, ich wurde gerade von diesem Schweinchen da schon leider gefressen. Also sobald euch das Schweinchen erwischt, ist halt vorbei. Hep, hep, hep. Und ihr seid halt diese kleine Kröte oder dieser kleine Frosch und müsst jetzt hier entlang laufen. Ich finde es ziemlich süß und relativ cool von der Grafik her. Also das ist nicht übel gemacht, das Ding. Ah. Am Anfang habt ihr übrigens, ja, wieder draufgegangen, sorry. Vorführeffekt, und weil ich dabei quatsche, das hilft auch nicht.
Auf alle Fälle am Anfang habt ihr noch nicht so viel, habt ihr zum Beispiel noch keinen Doppelsprung. Doppelsprung müsst ihr euch verdienen, da gibt es dann so einen Hut für, das sehen wir dann gleich. Und wie ihr seht, das Schwein da unten ist jetzt hier schon hingelaufen, weil das will mich natürlich irgendwie fressen oder auffressen oder was auch immer. Und das hier ist der Doppelsprunghut. Mit dem Doppelsprunghut könnt ihr jetzt eben dann so einen Doppelsprung ausführen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen schnell sein, denn da kommt das Schweinchen und war leider zu schlau für mich. Und will euch wieder abfangen und ihr müsst dann halt wieder zurücklaufen, denn euer Weibchen ist in dem Level eben auf der linken Seite. So. Vorher eben hier diese Viecher einsammeln. Das seht ihr daran, dass da oben jetzt dieses Libellensymbol, oder wie ihr es auch mal nennen möchtet, eben da ist. Und ihr müsst eben schnell sein, weil euch sonst dieses Schweinchen hier dann eben auffressen wird, wenn ihr nicht aufpasst. Und wir müssen jetzt eben schauen, dass wir da hinten hinkommen, ohne dass das Schwein uns frisst. Und wahrscheinlich verbocke ich es wieder. Nee, doch noch nicht geschafft. Habe ich noch gerade so geschafft. Ich glaube, hier kommt es jetzt nicht mehr hin. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das angeht, aber das sehen wir dann. Denn das Schwein, das rennt auch außen rum und so. Also es ist ziemlich mies gemacht teilweise. Aber super schönes Game, finde ich. So, und irgendwo hier dürfte jetzt dann, ja, da ist mein Mädel und dementsprechend habe ich es geschafft, dieses Level zu durchforsten. So, wir gehen ins nächste. Ich gucke da immer so ein bisschen, was es noch so alles für Möglichkeiten dabei gibt. Also auch hier am Anfang noch kein Doppelsprung. Es gibt alle möglichen Hindernisse. Also ihr habt zum Beispiel jetzt diese Stacheldinger da. Da dürft ihr nicht gegenrennen. Es gibt außerdem zum Beispiel kaputte Flaschen auf dem Boden und all so Geschichten. Wie ihr auch sehen könnt, da kann ich jetzt noch nicht hin. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, was ich machen müsste. Weil da kann ich eigentlich nicht drüber springen. Erst mal gucken, was man jetzt hier tun könnte. Weil da komme ich nicht hoch. Da nach links darf ich, glaube ich, nicht. Ja, da ist zu. Weiß gerade nicht. Ich glaube nicht, dass ich das da packen kann. Ah, schaut her. Ich kann den Block hier verschieben. Das ist auch neu, habe ich auch noch nicht gehabt in einem der Level. Also auch noch sogar mit einer gewissen Physics Engine dahinter. Nett gemacht, finde ich. Und hier seht ihr jetzt, haben wir das. Und da kommt wohl eine Hornisse oder sowas. Die werde ich wahrscheinlich nicht fressen können. Habe jetzt aber einen Doppelsprung. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Fliege da oben erwische und diese Hornisse mich hier nicht erwischt. Ah, so noch nicht. Wir versuchen es nochmal. Na, auch noch nicht. Ah, ich kann von hinten ran. Jetzt habe ich es erwischt. Und jetzt kann ich meistens dann auch wieder zurück. Jetzt habe ich einen Doppelsprung, das heißt, da komme ich drüber. Ja. Aber scheinbar gibt es hier meine Angebetete halt nicht. Ich muss also irgendwie jetzt weiter nach oben, so wie das aussieht. Vielleicht da oben über den Felsvorsprung. Ja, das könnte sein, dass ich darüber komme. Probieren wir mal. Also. Ja, noch nicht geschafft. Warten, bis die blöde Hornisse weg ist. Nochmal. Ja. Und so blöd gerade. Ah, macht scheinbar auch noch einen Unterschied, ob ich Anlauf habe oder nicht. So, gerade so geschafft und wieder runtergefallen. Blöd. Also wie ihr seht, ich bin zu blöd für Jump and Runs. Und jetzt hat mich die Hornisse erwischt. Aber egal, ihr seht, so läuft das Spiel. Super schönes Jump and Run. Also wer Jump and Runs gerne mag und es gerne spielt, das hier ist echt eine schöne Geschichte. Jetzt auch wieder eine neue Entdeckung gemacht, gerade mit den Physics, die ihr hier wohl noch einsetzen könnt. Also die verschiedenen Blöcke wegschieben und so ein Spaß. Nettes Spiel. Spielt's ruhig mal, gibt's im Store. Und ja, schönes kleines 3D-Game. Macht super viel Spaß, finde ich. Und dann... Oh, ich sitze hier gerade auf meiner Tastatur. Entschuldigt deswegen.
zurück, dann glaube ich, brauchen jetzt nicht alle Games oder alle Level hier durchspielen von dem Froggy Game hier. Aber schönes Spiel, probiert es gerne mal aus, es macht richtig Laune und ruhig mal runterladen und einfach sagen, was ihr davon haltet, wenn ihr möchtet. Nämlich in die Kommentare reinschreiben, dürft ihr bei mir natürlich wie immer. Ich freue mich darüber, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, ich beantworte, was ich kann. Und ja, dann würde ich sagen, subscribed. Wie immer natürlich freue ich mich über, wie gesagt, Kommentare oder wenn ihr eben irgendwie mich shared oder was auch immer. Wäre super und dementsprechend viel Spaß mit den Games. Ich würde sagen, wir sehen uns damit jetzt dann zur nächsten Woche wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß mit den Spielen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!